Was kann es Schöneres geben als unsere Hobby-Modellbahn? Doch bevor Sie sich alle wieder in Ihre Hobbykeller oder Sturm zurückziehen, gibt es eine Pflichtveranstaltung, nämlich Freitalk Ausgabe Nummer 2. Was sonst? Und damit willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute möchte ich Sie entführen und gleichzeitig inspirieren. Und da sehe ich schon mindestens 3 Fragezeichen über Ihren Köpfen schweben. Was hat Frank Buttig sich da nur wieder ausgeheckt? Also, ich löse Ihre Fragezeichen auf. Ich entführe Sie heute ins Brandenburgische. Genauer gesagt in die Märkische Schweiz, in die Kneipp- und Kurstadt Bukow. Bevor jetzt das nächste Fragezeichen auftaucht, gleich zur Lösung. Da gibt es nämlich einen Bahnhof. Aha. Und da hat auch die Bukower Kleinbahn ihr Zuhause. Und das ist auch meine Inspiration für Sie. So, jetzt wissen Sie erstmal Bescheid. Mein Thema heute, eine Kleinbahn, die ich auch auf bestehenden Anlagen mit wenig Aufwand integrieren kann und auch für zusätzlichen Spielspaß sorgt. Jetzt erstmal zum Original der Bukower Kleinbahn. Die seit 1897 bestehende Bukower Kleinbahn ist eine Eisenbahnstrecke im Osten Brandenburgs. Seit 2002 wird sie als Museumsbahn nach der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen, also BOStrab, betrieben und ist damit rechtlich gesehen heute eine Straßenbahn. Tja, so kurios kann es auch zugehen. Eine Eisenbahn hat eine Einstufung als Straßenbahn. Ja, weiter zur Geschichte. Die Bahn ist eine Zweigstrecke der Preußischen Ostbahn und wurde im Laufe ihrer Geschichte nie erweitert. Sie wurde zunächst als dampfbetriebene Schmalspurbahn eröffnet und schließlich 1930 umgespurt und elektrifiziert. Seither ist sie ein elektrischer Inselbetrieb ohne Anschluss an das restliche Bahnstromnetz. Die Fahrleitungsspannung der Bukower Kleinbahn beträgt 600 Volt Gleichstrom. Die durchgehend eingleisige Strecke zweigt aus Richtung Berlin im Westkopf des Bahnhofs Müncheberg von der Ostbahn ab. Hier noch ein Blick auf das einstige Wahrzeichen des Bahnhofs Müncheberg, die imposant erhalten gebliebene Signalbrücke. Eigentlicher Ausgangspunkt der Bahn ist der parallel gelegene, separat betriebene Bahnhofsteil Müncheberg der Kleinbahn. Von hier aus verläuft sie in nördlicher Richtung nach Bukow. Über den einzigen Zwischenhalt Wald-Sieversdorf wird nach 4,9 Kilometern der Endbahnhof Bukow, Märkische Schweiz, erreicht. Thank you.
Und jetzt setzt Teil 2 meiner Geschichte an, die Inspiration. Wie wäre es denn, wenn Sie so eine kleine Stichbahn à la Bukowa Kleinbahn auf Ihrer Anlage entweder als separates Anlagenthema nachbilden oder in die bestehende Anlage integrieren würden? Ne? In der Regel gibt es ja auf Modellbahnanlagen meistens noch Platz, wo so eine Kleinbahn eine schöne Erweiterung sein kann. Und das Ganze noch als Pendelzugstrecke eingerichtet. Hört sich gut an? Ja, aber was brauche ich alles dazu? Gemach, Gemach, hier meine Vorschläge. Als Baugröße habe ich dafür H0M ausgewählt. Das ist dann schon mal platzsparend gedacht. Als Schienenfahrzeuge bietet sich der knuffige Triebwagen T1 der HSB von Tillich an mit der Artikelnummer 02942. Als Gleismaterial empfiehlt sich ein Flexgleis in H0M mit der Artikelnummer 85627. Flexgleis deswegen, damit Sie individuell die Gleislage an Ihrer bestehenden Modellbahn anpassen können. Als Endhaltepunkt empfehle ich den Haltepunkt Unterschönbach von Auhagen mit der Artikelnummer 11415 oder den Haltepunkt Holzmühle mit der Artikelnummer 11357. Falls Sie auf etwas anspruchsvolleren Betrieb als nur Pendelzugstrecke setzen, brauchen Sie noch mindestens 4 Weichen, eine 2 rechte und 2 linke mit der Artikelnummer 85631 und 85632 zum Bau eines Umsatzgleises für die lokbespannten Züge an den Endpunkten der Strecke. Als Zuggarnitur empfehle ich dafür das Tillich-Zugset der Deutschen Reichsbahn, bestehend aus einer Dampflokomotive Baureihe 99.57, einem Personenwagen KB4i, einem Packwagen KBD4i und einem gedeckten Güterwagen GW mit der Artikelnummer 01172. Für die Gleisbettung und zum Einschottern der Gleise eignen sich auch Produkte von Minitec ganz gut. Als Gleisschotter können Sie die Artikelnummern 51021104 oder 51102104 verwenden. Und last but not least die Vegetation, denn es müssen ja auch eventuell die Baunarben auf der Anlage wieder verdeckt werden. Für Büsche und Vegetation bieten sich Produkte zum Beispiel von Hegi an mit der Artikelnummer 1725, das sind dann 10 Büsche, oder mit der Artikelnummer 1642 Naturbäume und Büsche. Des Weiteren von Silhouette mit der Artikelnummer 200-12 Filigranbüsche Sommer. Das gleiche gilt auch für die jungen Bäume von Falla und die Filigranbüsche von Silhouette mit der Artikelnummer 252-32 Gestrüpp Sommer. Mit Lars Opt Hofszenerie-Produkten können Sie noch Heckenrosen pflanzen, hier die Artikelnummer 0828 oder mit der Artikelnummer 0832 Dornenbüsche an den Bahndamm setzen. Für den generellen Bahndammbewuchs eignen sich auch ein Produkt von Noch mit der Artikelnummer 23102 und auch hier von Faller noch die Waldrandbäume Sträucher mit der Artikelnummer 181409. Mit diesen Produkten können Sie die neu geschaffenen Kleinbahnen hervorragend in Szene setzen. Und jetzt sind Sie dran. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit meiner Inspiration einen Tipp geben konnte, Ihre Anlage um ein Kleinod zu erweitern, um für noch mehr Spielspaß auf der Modellbahn zu sorgen.
Meinen nächsten Beitrag möchte ich mal mit einem abgewandelten Textteil eines alten Schlagers so umschreiben. 30 Jahre und kein bisschen leise. Jetzt geht das schon wieder los, werden Sie denken, okay, ich löse es sofort auf. Des Rätsels Lösung beginnt am 1. Mai 1992. Zum 1. Mai 1992 habe ich die Firma Pico gekauft. Ein von der Treuhand tot gepflegtes Kind. Keiner wollte es haben. Und man ist an mich herangetreten und ich habe gedacht, Pico ist eine Ostmarke, ist eine bekannte Ostmarke. Da steckt vielleicht Musik drin. Gut, war aber nicht so. War keine Musik drin. Keiner wollte es im Osten haben nach der Wende. Und wir haben unser Glück dann im Westen versucht, haben gleich auf Modellbahn umgestaltet, haben relativ wenig Spielwaren dann gemacht. Am Anfang haben wir es noch ein bisschen probiert, aber zum Schluss haben wir die Spielwaren dann, ich glaube 1995 haben wir mit den Spielwaren aufgehört und haben uns dann nur noch auf Modelleisenbahn konzentriert. Das war unser Glück, sonst würden wir heute hier nicht mehr stehen. Und gut, dann also am Anfang erstmal Probleme gehabt im Osten, dann kamen wir mit den Doppelstockwagen raus und die Farben sind ja zum Teil ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also eigentlich sind sie hässlich, aber die fanden die alle toll. Und das war sozusagen unser Einstieg auch wieder in die neuen Bundesländer. Da hat man dann angefangen, wieder sich an Pico zu erinnern, Pico lieb zu gewinnen. Und da sind wir dann wieder aufgegangen. Und da war natürlich relativ viel Risiko dabei. Aber das habe ich damals gar nicht so gesehen und das war auch gut so. So, jetzt wissen Sie, um was es sich dreht. Pico feiert also in diesem Jahr sein 30. Jubiläum. Bevor wir in der Geschichte von Pico weiterkramen, begrüße ich zunächst Matthias Fröhlich aus dem Hause Pico, der mir live aus Sumbarch, wie Sonneberg in der Region mit Dialekt gesprochen wird, zugeschaltet ist. Hallo Matthias, war es korrekt so? Hallo Frank, grüß dich. Dankeschön, freue mich sehr, dass ich dabei bin. Und tolles Intro. Ich wusste gar nicht, dass du so ein Schlagerstar bist. Aber ich finde es sehr gut. Und man könnte natürlich auch das vielleicht besser nehmen als 60 Jahre und kein bisschen weißer. Also dann lieber die 30 Jahre und kein bisschen leiser. Ja. Und ich freue mich, dass ich heute eingeladen bin. Dankeschön. Und ich hoffe, es geht dir gut. Danke, mir geht's gut. Und ich hoffe, das geht auch bei dir. Alles ganz gut. Das Wetter ist ja wunderbar draußen. Aber lass uns mal heute über das Jubiläum sprechen. Es steht ja nun ein rundes Jubiläum für Pico Sonneberg ins Haus. Ich hatte es in der Moderation ja bereits schon gesagt, 30 Jahre und kein bisschen leise. Du selbst hast ja als langjähriger Produktmanager sicherlich auch eine große Aktie am Erfolg von Pico. Ja, das ist ganz lieb, dass du das so siehst. Prinzipiell ist es ja bei uns so in der Firmenphilosophie, dass bei uns wirklich der Teamgeist im Vordergrund steht. Also das ist nicht nur einfach was, was so dahin geredet wird. Das heißt, wir müssen wirklich sagen, das ganze Team macht eine wunderbare Arbeit und trägt das mit zum Erfolg bei. Und es ist ja auch ganz schön, da Dr. Wilfer hat ja auch einen Jubiläumsfilm gedreht, in dem er dann nochmal drauf hinweist. Und ich denke, das ist wirklich das große Plus bei uns. Wir verzahnen sehr gut, wir arbeiten sehr gut zusammen. Und da muss ich sagen, egal in welchem Team, ob das jetzt bei mir im Produktmanagement ist oder in der Konstruktion oder bei der Druckerei oder auch die lieben Kollegen in China. Also es ist wirklich so, wir haben ein hervorragendes Team und ich denke, wir sprechen intern nicht umsonst von der Pico-Familie und haben damit einfach alle zusammen einen großen Anteil an diesem Erfolg. Der Dr. Wilfer hatte damals gesagt, sein erstes Erfolgsmodell war ein Doppelstockwagen, ich glaube Anfang der 90er Jahre, der sogenannte Senftop, wie er im Volksmund genannt wird. Damit hat eigentlich im Grunde genommen 1995, war es glaube ich, Matthias, die Sache angefangen und da ist es ja stetig vorwärts gegangen. Aber zum Jubiläum bekommt ihr jetzt oder kommt jetzt ein ganz besonderes Modell heraus. Ganz genau, das ist unsere 101, auf die wir ja sowieso sehr stolz sind. Ich muss das natürlich nicht nur so sagen, sondern ich sage das wirklich aus dem Brust und der Überzeugung für mich die schönste 101, die auf dem Markt ist. Und es war für uns eigentlich ein sehr naheliegend, dass wir genau diese Lokomotive nehmen für das Jubiläum als besondere Jubiläumslokomotive in Silbern.
Hat natürlich mehrere Gründe. Auf der einen Seite, wie beim Vorbild, sehr große glatte Flächen an der Seite. Das heißt, es gibt uns auch wirklich die Chance, hier ein bisschen zu spielen mit grafischen Elementen. Und auf der anderen Seite, wie gerade angesprochen, also wir sind sehr stolz auf dieses Modell. Ich denke, die sucht wirklich ihresgleichen. Hervorragende Fahreigenschaften, sehr detailliert. Und wir haben ja auch so ein bisschen Gimmicks noch mit reingebaut, wie zum Beispiel diese Sonnenrollos, die beigestellt sind, die auch sehr typisch sind für diese Lokomotive im Betriebseinsatz. Aber darüber hinaus eben auch in diesem silbernen Design mit der Kreisellok, auf die wir auch sehr stolz sind, die ja auch in Sonneberg an einem Verkehrsknotenpunkt, möchte ich jetzt mal sagen, steht. Die haben wir mit draufgenommen als so eine Art Briefmarke und haben auch beidseitig unterschiedliche Dekos. Das heißt, auf der einen Seite ist es mit der Kreisellokomotive drauf, wie eine Grußkarte gestaltet und auf der anderen Seite dann auch nochmal mit dem sehr typischen Sonneberger Rathaus als Symbol. Einfach um so diese Grüße aus der Region und auch das Eisenbahnverbund noch ein bisschen rüber zu transportieren. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen mit diesem Lokmodell. Also ich denke auch, denn die 101 ist schon eine besondere Lokomotive. Und die Idee, euer 30-jähriges Betriebsjubiläum als Werbelok zu verpacken für die Region Sonneberg, spricht ja auch für die Verbundenheit des Unternehmens in dieser Region. Also ich finde es eine klasse Idee, so eine Maschine zu bringen. Und ich bin auch der Meinung, dass sich die Modellbahner schon sehr darauf freuen. Wir haben es auch schon mitgekommen. Die Nachfrage, die Vorbestellungen für dieses Modell sind ja schon da. Aber wie ich gehört habe, ist dieses Sondermodell streng limitiert. Ist das richtig? Das Modell ist limitiert. Das ist genauso wie bei der letzten Jubiläumslokomotive, der 111, die wir rausgebracht haben. Also wir haben da immer einen sehr überschaubaren Rahmen. Deswegen kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sehr schnell zuzugreifen. Gerade aus der Erfahrung heraus mit der 111er in Silbern, die sehr schnell weg war, kann ich es wirklich nur jedem empfehlen. Und ich hoffe ja, dass die wirklich sehr zeitig dann jetzt kommt. Du weißt, das ist gerade alles ein bisschen unberechenbar mit den Containern. Mein persönlicher Wunschtraum ist natürlich, dass wir zum Tag der offenen Tür schon auch Modelle da haben. Und ja, aber ich denke trotz allem, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Modell zu bestellen. Und es ist ein echter Hingucker auf der Anlage. Und es ist so ein bisschen was Besonderes, was einfach da nicht jeder haben wird. Da Meinung bin ich auch. Nun, lass uns mal von der Lok, von dieser wunderschönen 101 wegkommen, denn mit dem 30-jährigen Betriebsjubiläum ist ja noch nicht alles vorbei in diesem Jahr, denn auch dieses Jahr steht der Tag der offenen Tür wieder mal im wahrsten Sinne des Wortes vor derselben. Da wird es sicherlich wieder auch hoch hergehen nach der langen, teilweise auch Corona-bedingten Pause, oder? Irre ich mich jetzt? Absolut. Also wir sind auch jetzt schon in den Vorbereitungen dazu. Ja, wenn man zu dem Tag hinkommt, das ist einfach eine Mordscout, ein super Events, macht einfach Spaß. Aber was dann oft vergessen wird, ist, dass es tatsächlich auch im Vorfeld für uns eine harte Arbeit ist. Das heißt, wir müssen wirklich alles vorbereiten, wir müssen die Stände aufbauen. Wir müssen schauen, dass das mit dem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Verkehrsfluss richtig funktioniert. Die Leute sind jetzt zu diesen Zeiten tatsächlich alle sehr sensibel. Das heißt, wir möchten natürlich nicht nur die Mitarbeiter schützen, sondern auch die Gäste, die zu uns kommen. Das heißt, da sind wir schon fest am Plan und wir haben uns ein paar so Neuheiten überlegt, wo ich glaube, der ein oder andere Kunde wird dann auch staunen, was bei uns auf dem Betriebsgelände gerade vonstatten geht. Ja, und ich glaube, es wird ein tolles Event wieder. Ich persönlich freue mich drauf. Es ist einfach eine besondere Art der Kundennähe. Ich glaube, wer mal beim Tag der offenen Tür war, der weiß, es ist mit eigentlich nichts anderem groß zu vergleichen. Und es ist ein einzigartiges Event und wir freuen uns einfach drauf, dass es endlich wieder stattfinden kann. Wir sind da richtig heiß drauf. Also wir hören schon aus den Worten raus, liebe Zuschauer, Matthias Fröhlich ist sogar, auch wenn es viel Arbeit bedeutet, schon sehr heiß darauf, bei diesem Tag der offenen Tür dabei zu sein. Sie sicherlich zu Hause auch. Sie werden sicherlich alle heilfroh sein, dass nun endlich auch wieder Modellbahn-Events stattfinden.
Ich habe auch schon im Internet gesehen, dass zum Beispiel auch einige Sonderzüge im Anrollen sind. Also es wird bestimmt wieder toll werden. Und alle, die mit dem Auto oder Fahrrad oder was auch immer anreisen, seid dann geduldig, wenn an dem Tag, wenn es aufgeht, bis mit den Parkplätzen hier und da vielleicht ein bisschen klemmt oder der eine oder andere Meter mehr gelaufen wird, damit wir alle darüber auch ein bisschen Spaß haben bei dieser Veranstaltung. Ja, lieber Matthias, vielen Dank für das Gespräch, kurz und knackig, so wie wir uns das gewünscht haben. Dir wünsche ich immer ein glückliches Händchen noch für viele Modelle, die noch aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt werden wollen. Gruß nach Sonneberg. Dankeschön, Gruß zurück und gute Zeit und ich freue mich, wenn wir uns dann in Sonneberg sehen. In dem Sinne, Matthias, wünsche ich dir noch eine gute Zeit und vielen Dank nochmal für das Gespräch. Danke. Ich danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, liebe Freunde, hier nochmal unser Angebot für dieses limitierte Sondermodell 30 Jahre Pico, welches im Juli zur Auslieferung kommen soll. Mit der Artikelnummer 51110, ein Gleichstrommodell, Ausführung mit Digitalschnittstelle nach NEM 658 Plax 22 zur Aufnahme eines Digitaldecoders, vorbereitet für die Nachrüstung eines Sounddecoders entsprechend. Mit der Artikelnummer 51111 ebenfalls ein Gleichstrommodell, Ausführung mit Digitalschnittstelle nach NEM 658 Plax 22 und eingebauten Digitaldecoder und Sound. Mit der Artikelnummer 51112 ein Modell für Dreileitersystem, Ausführung mit Digitalschnittstelle nach NEM 658 Plax 22 und eingebauten Digitaldecoder und Sound. Ja, und weil ich gerade dabei bin, mache ich Ihnen gleich noch weitere vier Angebote aus unserem Sortiment aus dem Hause Pico. Mit der Artikelnummer 52815 ein DC-Modell analog, die Wumme, in Ausführung der MAV, das heißt der Ungarischen Staatsbahnen, werkseitig bereits ausverkauft für 152,99 €. Mit der Artikelnummer 52741, die TGK2, Sie erinnern sich, unsere Werkslok, unsere X-Train-Werkslok als AC-Modell, digital für 94,99 €. Mit der Artikelnummer 51866, eine Elektrolokomotive Baureihe 118, die gute alte E18 der Deutschen Bundesbahn, in DC analog, hat eine Plax 22 Schnittstelle zur Aufnahme eines Sounddecoders für 158,50 €. Mit der Artikelnummer 51867, eine Elektrolokomotive Baureihe 118 der Deutschen Bundesbahn als Dreileiter in Digital für 169 €. Ja, und zu guter Letzt noch ein wirklich ganz brandneues Angebot, welches mir gerade hier auf den Studiotisch noch flattern konnte, für unsere Märklinisten, ein Eurotrain Märklin Exklusivmodell 2022, nur in Idee- und Spielfachgeschäften bzw. Eurotrain-Geschäften erhältlich, mit der Artikelnummer 39691, eine Diesellok, eine V60.14 der SGL, Epoche 6 mit MFX und Sound. Unser Angebot für Sie 309,99 €. Alle genannten Preise sind inklusive Märchensteuer und es kommen noch die Versandkosten dazu. Ja, vorhin hatte ich Ihnen ja auch gesagt, dass wir in der Geschichte von Pico noch ein bisschen weiter stöbern werden. In dem kurzen Film zeigen wir Ihnen jetzt, wie es anfing. Teilweise kommentiert von Dr. Wilfer. Doch die eigentliche Geburtsstunde von Pico schlug noch vor der Gründung der DDR. Die Geschichte war ja so, man hatte sich entschieden, dass man im Osten auch eine Modelleisenbahn machen möchte. Das war so 1946 oder sowas, hat man gesagt, wir wollen im Osten auch eine Modelleisenbahn haben. Wer könnte sowas machen? Ein Werk, was Feinmechanik macht. Oh, da haben wir was in Chemnitz, da ist Siemens, macht Siemens.
moderne Eisenbahn. Naja, und die Siemensianer, die fanden das natürlich wahrscheinlich ziemlich popelig, eine Modelleisenbahn zu machen, und haben da also keine große Lust dazu gehabt. Und die Modelleisenbahner damals um Herrn Brust und andere Größen, da gab es noch einen Professor in Berlin für Modelleisenbahn, die haben sich dann überlegt, wo gehen wir denn hin? Da gehen wir doch in die Spielzeugstadt Sonneberg. Und dann haben sie die IO ausgeguckt, und ob die das aus freien Stücken gemacht haben oder per Order Mufti, das weiß ich natürlich nicht. Aber jedenfalls ist dann Pico hier nach Sonneberg gekommen, und da wurde dann letztendlich der VEB Pico draus. Immerhin produzierten die Chemnitzer die ersten zwei Spielzeugeisenbahnpackungen der Baugröße H0, die bereits 1949 auf der Leipziger Herbstmesse unter dem Namen Pico Express vorgestellt wurden. Die Zugpackungen enthielten einerseits die Elektrolokomotive ME102 und andererseits die stromlinienförmige Dampflokomotive mit Schlepptender ME101. Woher die Schreibweise von Pico mit C kam, ist unbekannt. Aber es ist anzunehmen, dass Pico Express das Gegenstück zu Trix Express werden sollte. 1952 wurde die Produktion von Modellbahnen ins thüringische Sonneberg zur IO, der Elektroinstallation Oberlind, verlagert. Von nun an ging es stetig bergauf mit der Modellbahn. Und die Modellbahngemeinde wuchs weiter an. Auf Messen und Ausstellungen konnten die vielen neuen und die technisch stets verbesserten Modelle bestaunt werden. Selbst die Staatsführung der DDR zeigte Interesse und legte natürlich produktionslenkend Hand an. Das konnte nur schiefgehen. Denn kaufen konnte man sie nicht in dem Maße, wie der Bedarf wuchs. So kam es, dass die Modellbahn, heute unvorstellbar, zur Bücktischware wurde. 10 Jahre später, 1962, wurde auf Beschluss des Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland der VEB Pico Sonneberg gegründet, der aus dem Betrieb VEB Feinmechanik Sonneberg und dem Betriebsteil Modellbahn der IO, Sie erinnern sich, Elektroinstallation Oberlind, hervorging. Mit der Kombinatsbildung 1974 wurde bei Pico Sonneberg die Produktion auf elektromechanische Spielwaren erweitert. Die Modellbahnerzeugnisse wurden mit dem Handelsnamen Pico geschützt. Und die Modellbahnpalette konnte sich durchaus sehen lassen. Viele Modelle schafften es auch in die Kataloge in den damaligen Westen, wie zum Beispiel von Quelle. Selbst eine Einschienenbahn war im Produktionsprogramm. Beim Anblick dieser Bilder werden bei mir wieder Kindheitserinnerungen wach. Vieles blieb leider ein Wunschtraum. Apropos Kindheitserinnerung. Neugierige Frage. Hat der Chef von Pico selbst mit Modellbahnen gespielt? Sie werden sich wundern, als kleiner Junge habe ich eine große Modellbahn gehabt. Habe da sehr viel mit, ja, gespielt kann man eigentlich nicht sagen, sondern gebastelt. Bin da, ja, wie alt war ich da? So zwischen 10 und 14. Bin da viel im Keller gesessen, unter der Platte gelegen, auf der Platte gelegen, ältere Herren, die mir, wie alt die damals waren, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich höchstens 30 oder 35 oder sowas, die mir damals Tipps gegeben haben, wie man Modelleisenbahn baut. Hat viel Spaß gemacht. Ich habe die Modellbahn abgebaut, die kam dann in eine große Kiste, die steht heute noch bei mir auf dem Dachboden. Wir haben sogar einige Gleise aus dieser Kiste genommen, die wir bei uns auf unsere Anlage als Teststrecke eingebaut haben. Wenn Sie da mal hingehen, sehen Sie welche. Da ist an den Gleisen ist da also noch mit Weißleim, da hängen dann also noch Grasreste dran. Gut, in den letzten Jahren kann mich da nicht mehr so sehr viel drum kümmern. Ja, und das ist auch gut so, denn wir wollen noch viele schöne Modelle von Pico auf der Modellbahn erleben. Auch von meiner Seite nochmals Glückwunsch zum 30-jährigen Jubiläum und
Gut gemacht, Pico. So, liebe Freunde, damit sind wir am Ende unseres heutigen Freitalk Extra Large angekommen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Freitalk-Sendung auf gleicher Welle und Kanal. Und jetzt, wie war das nochmal das Motto? Richtig, hoch die Hände, Wochenende, ran an die Modellbahn. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihr Frank Buttig.